Was geht ab, Freunde Supporter? Willkommen zurück zu einer weiteren grandiosen Folge Far Cry 3. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Freunde, vielen Dank für das Feedback auf die erste Folge. Freut mich, dass so viele Leute Bock haben, dass wir es noch ein bisschen weiter zocken. Ich meine, wie gesagt, die meisten von euch kennen es ja wahrscheinlich sowieso schon. Das Spiel ist ja uralt, sehr, sehr beliebt. Und ja, aber trotzdem, wie gesagt, es... Auch wenn jetzt bald Ratchet & Clank ansteht, ja, das hat natürlich den Vorrang, sollte es sich bis dorthin ziehen, ja, das mit dem Let's Play hier zu Far Cry 3, sollen wir das bis dahin noch weitermachen, dann hat es natürlich kompletten Vorrang, genauso wie die Berichterstattung über die E3, Freunde. Das wird richtig geil, nächste Woche geht's los, freue ich mich extremst, aber ja, bis dahin, wieso nicht? So, wir müssen jetzt zum Doktor, ich stehe genau davor und Freunde, ihr könnt natürlich gerne weiterhin Feedback dalassen, lasst mich das gerne wissen, ob ihr wirklich Bock hättet, noch ein bisschen weiter zu zocken. Und auf jeden Fall auch Videobeschreibung abchecken, Gewinnspiel mitmachen, dies, das, Ananas, ihr wisst Bescheid. Machen wir mal weiter. Gefällt Ihnen was davon? Ich persönlich mag ja die Roten. Die lila aussehenden, die heitern auf an grauen Tagen. Alles ist wunderbar, ehrlich. Oh, nicht die Gelben, die bloß nicht, die können auch töten, die... Die Mischung stimmt noch nicht ganz. Übrigens... Dr. Earnhardt hier. Oder mal hier, mal da. Kommt drauf an. Ja, ich heiße Jason. Dennis sagte, Sie könnten mir helfen, dass Sie einen meiner Freunde hätten. Einen Ihrer Freunde? Ich destilliere später noch eine Ladung. Was? Oh, Sie... Sie meinen das Mädchen, Daisy. Oh, Sie haben Daisy. Ich dachte, Sie benutzen eine Art Code. Wo ist sie? Na, sie ist in meinem Haus, Sir. Hier. Okay. Hier war der Eingang, wa? Hier war der Eingang, genau. So, Daisy. Ich glaube, die war oben. Verbrennt ja. Ja, natürlich. Als ich sie fand, war sie am Arm verletzt, was an sich noch kein Grund zur Sorge gewesen wäre. Allerdings lief sie durch ein Feld mit Antiaris toxicaria. Upasbäume. Hochgiftiges Latex. Ich habe ihr ein Gegengift verabreicht. Jede Stunde. Ich fürchte, dass sie noch eine weitere Dosis benötigt. Ich habe sie doch gerade untersucht. Sie ist leer. Wo kann ich Nachschub besorgen? Besorgen Sie uns ein paar Höhlenpilze und alles wird wieder in Ordnung kommen. Suchen Sie an den Klippen im Westen. Vielen Dank, Doktor. Entschuldigen Sie die Hektik. Das ist doch nichts. Das Mädchen muss leben. Für sie und für mich. Ja, ist schon ein bisschen zwielichtig auf jeden Fall, der Doktor, wa? Das kann man auf jeden Fall sagen. Super. Er hat nicht erwähnt, dass die Höhle unter Wasser liegt. Nee, Jason, das hat er nicht erwähnt. So, ich glaube hier, genau, hier sind wir richtig. Es ist natürlich auch geil, dass Jason einfach den deutschen Synchronsprecher von Leo bekommen hat, oder? Ist einfach ein geiler Sprecher, ja. Allgemein mega vertont einfach das Game, finde ich. Der kranke Doktor weiß hoffentlich, was er tut. Todessprung. Todessprung! So. Ey, diese Trip-Missionen, ne? Also die sind ja schon... Sind schon ein kleines Highlight aus dem Game, oder? Finde ich... Oh, oh! Was war das denn? Alter, mach doch keinen Scheiß jetzt. So. Da muss ja auch mal reinziehen, ey. Einfach hier so an so einer... Wie nennt man das? Ist das... Wow! Jetzt geht's los, nämlich. Was ist das denn? Jetzt geht's los, ey. Das ist mal neu. Ja. Geiler neuer Trip, ey. Ich persönlich mag ja die Roten.
Du bist wach. Vielleicht nicht ganz. Der Dschungel spricht nur durch den Krieger. Der Pfad führt ins Herz des Dschungels. Das Studio hat angerufen, ich hab die Rolle. Mit dem Rest von unserem Urlaub. Ich dachte, wir könnten wie Erwachsene drüber reden. Lisa, wir sind in Bangkok zusammen und ich kann nicht fassen, wie schön du bist. Muss ich euch Scheiße trennen, so wie eure Freunde? Ich hab dir versprochen, auf euch zwei aufzupassen. Riley ist dein kleiner Bruder. Er sieht zu dir auf. Hey Jay, du kommst doch zu meiner Zeremonie nächsten Monat, oder? Tut mir leid, hab zu tun. Dr. Earnhardt? Das ist so nice gemacht, finde ich. Hallo? Wovor hast du denn Angst? Du bist ein echtes Naturtalent. Grant? Die Pilze. Da ist einer. Alter Batman! Beruhig dich, Jason, beruhig dich. Ah ja, ey, ohne. Nimm nur den Kleinen mit, ey. Ich würde auf Vorrat mehr mitnehmen, einfach, aber gut, das muss niemand verstehen, ne? Ey, wie gesagt, die Abschnitte sind schon ganz cool gemacht, finde ich, ey. So. Okay. Oh, Jason, was für eine Überraschung. Ich habe was Feines für uns gebraut, während sie weg waren. Oh ja, und das Mädchen ist jetzt... Sie ist jetzt wach. Sie hat aber starkes Fieber. Wo sind denn meine kleinen Freunde? Oh ja. Die habe ich schon genommen. Ja. Ich habe die Pilze. Wunderbar. Geben Sie her. Ich brauche bloß noch ein paar Minuten, um die Medizin zuzubereiten. Los, sehen Sie nach ihr. Machen wir. So, gut, Daisy. Jason. Wie geht es dir? Oh, du konntest fliehen. Das macht mich glücklich. Der Doktor ist echt ein Freak. Ach, der ist harmlos. Sogar echt nett eigentlich. Er hat mich hergetragen. Ich bin aus dem Konvoi geflohen. Dann wurde ich ohnmächtig. Der Doktor hat mich gerettet. Schön, dass du es geschafft hast. Ja. Das war echt hart hier. Jason, was ist? Grant, er... Hör auf! Daisy. Nein! Es tut mir so leid. Also, das war's dann? Ich... Was ist das? Kommst du hier klar? Ich muss mit dem Doktor über die anderen reden. Ja. Ganz sicher? Geh. Jason? Wer immer es war, der Grant getötet hat. In den Tod. Können wir reden? Aber natürlich. Vielen Dank für Ihre Rettung. Ach, gern geschehen. Aber drei meiner Freunde und mein kleiner Bruder fehlen noch. Wenn ich sie finde, kann ich sie herbringen? Auf keinen Fall. Ich kann mir nicht erlauben, Vas Gefangene aufzunehmen. Seine Männer kaufen schließlich immer bei mir ein. Dann ist es der sicherste Ort. Hier würde er bestimmt nicht suchen. Bitte, Doktor. Er muss die anderen herbringen.
sonst werden sie sterben. Agnes. Dir kann ich nichts abschlagen. Natürlich können sie bleiben. Oh, ich werde eine doppelte Dosis brauchen, um mich zu beruhigen. Ich komme klar. Warte hier, okay? Ich werde die anderen finden. Jason, wie geht's deinem Freund? Meiner Freundin? Ja, ihr geht's gut. Dank dir, Dennis. Du hast das gemacht. Nicht ich. Es ist dein Sieg. Wo sind die anderen? Kann ich irgendwie nach ihnen suchen? Gibt es irgendwas, das mir weiterhilft? Naja, Jason. Die Piraten haben eine Satellitenschüssel für ihre Kommunikation auf der Medusa. Du könntest in den Funkraum gehen und sie belauschen. Was ist die Medusa? Ein Schiff, das in der Nähe gestrandet ist. Und Piraten bewachen es. Der Pfad des Kriegers, Jason. Trainiere deinen Körper und dein Geist wird folgen. Das Tatau wird dich weiterbringen. Na klar, Dennis. Machen wir, Dennis. Kein Problem, Dennis. So. Ja, ey, ich bin ehrlich überrascht, wie gut im Vergleich zu zum Beispiel Watch Dogs Legion die Gesichter hier aussehen. Die sind schon relativ ausdrucksstark. Alter, was war das? Was war das? Hä? Freunde, ich weiß nicht, was das war jetzt. Ich weiß nicht, was das war. Ich wollte hier einfach nur rein. Ich bin gerade erst angekommen. Sind jetzt alle tot oder sind nur die tot jetzt? What the fuck? Was war das denn für ein Bug? Das habe ich noch nie erlebt. Hä? Entdecken von meinen. Was ist hier los, Alter? Bin ein bisschen verwirrt jetzt. Sind die jetzt alle tot oder sind nur die beide umgefallen? Ich verstehe es nicht. Warum krieg ich auch ohne Gummi? Okay. Ja, verhüten ist besser, Bruder. Sicher ist sicher, Bruder. Also, ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen gerade überfordert, ehrlich gesagt. Ja. Ah, scheiße! Das brennt wie Sau beim Pissen! Warum krieg ich auch ohne Gummi? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss, Alter. Wo muss ich denn hin jetzt? Das ist so verwirrend jetzt gewesen. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hin muss. Fuck. Ich glaube, die Nutte hat mir einen Treffer verpasst. Vor allem, wer redet da immer die ganze Zeit unter mir irgendwie? Direkt vor mir, Alter. Direkt vor mir. Alter, jetzt rülpst du auch noch. Was zum? Jetzt habe ich den anderen auch noch angelockt. Scheiße. Hey, wer ist da? Hey, guck mal nach. Hey! Okay. Jetzt zum Funkgerät. Jetzt habe ich den. Ich habe keine Ahnung. Ich bin so verwirrt. Alter, ich werde es ja auf jeden Fall einblenden. Dann könnt ihr mir mal sagen, was da passiert ist. Was zur Hölle? Guck mal, da vorne liegt ja auch einer tot. Warum? Ich bin gerade erst angekommen. Plötzlich werde ich irgendwie teleportiert, als wäre ich Son Goku oder was. Aber ohne meinen Willen. Also ganz schräge Nummer hier. Ganz schräge Nummer hier. Egal. Egal. Was nimmt Erpresservideos in der PC auf? Der will Lösegeld. Mir wurde gesagt, ich soll Käufer auftreiben. Tu das. Sobald das Geld von den Eltern kommt, gehen die Geiseln auf den Schwarzmarkt und wir beliefern deine Käufer. Doppeltes Geld. Das gefällt, Papa. Hey, nicht über Funk. Auf der Medusa wurde Alarm ausgelöst, ihr Penner. Wir sehen es. Wir sind am nächsten dran. Scheiße, komm hierher. Okay. Jetzt oder nie.
Okay. Okay. Aber jetzt einfach nur kämpfen, ja? Ja, das kann ich. Ja, Alter, diese Tutorials, Alter, die nerven so krass, diese Einblendung. Granate, God Johnny! Schnauze, Junge. Ey, Junge. Ja. Die trifft. Ja, sag ich doch. Komm her, du Pisser. Alter, es ist so schlimm, hier zu zielen. Ey, wie gesagt, es ist keine Ausrede. Guckt einfach meine Call of Duty-Videos. Es ist keine Ausrede. Es fühlt sich einfach nicht so geil an. Man kann es, wie gesagt, ausgleichen mit überragendem, mega krassen Skill, so, aber... Normal sterblich, ich weiß nicht. Ich bin auf der Medusa. Die Piraten sagen, dass... Jason, was will unseren Tod? Keine Zeit zum Reden. Komm nach Amanaki, ja? Wir brauchen deine Hilfe. Alles klar. Gut, egal. Mission ist erfolgreich. Dennis, mein Bester, was geht ab? Was ist los? Was ist passiert? Vaas plant, unser Dorf anzugreifen. Während wir hier sprechen, sammelt er seine Leute. Meine Freunde haben auch Ärger. Was hast du herausgefunden? Sie wurden an einen Ort namens PC gebracht. Vaas will Lösegeld und sie dann trotzdem verkaufen. Dann ist es gut. Du hast Zeit. Jason, bitte, kämpfe für uns. Die Rakyat werden umgebracht. Wenn du die Waffen sabotierst, ist Vaas geschwächt und leichter zu töten. Ich mach's. Ich wusste, dass wir auf dich zählen können. Die Piraten lagern ihre Waffen in dem Holzfällercamp im Dschungel. Zuerst den Alarm ausschalten, okay? Wenn der losgeht, sichern sie den Schuppen mit den Waffen. Klau den Sprengstoff und dann vernichte die Waffen. Verstanden? Okay. Viel Glück. Okay, danke, Dennis. Okay. So. Schauen wir doch mal. Da ist einer. Da oben ist einer. Da ist einer und da ist der Alarm. Gibt es eigentlich nur eine Alarmstelle diesmal? Ich glaube, gibt es immer nur eine? Ich weiß gar nicht mehr. Das waren aber noch nicht alle. Das waren safe noch nicht alle, ne. Hier zum Beispiel muss ich irgendwie versuchen, mir wieder meinen... Ah, habe ich damals nicht immer so einen Sniper mit Schalldämpfer gespielt? Glaube schon, oder? Sniper mit Schalldämpfer oder Bogen. Für solche Situationen. Kannst die Leute schön auf Distanz wegmachen. Das ist das Lager. Jetzt zum Alarm. Dreh dich nicht um, du kleine... Potzau und bleib so, genau. Vorne chillt auch noch einer. Haben die mich gesehen? Scheiße, wessen Leiche ist das denn? Kannst du gar nicht sehen, Junge! Du Schwein! Such ihren Job! Blöde Kuh soll bloß die Klappe halten! Verdammte Scheiße! Hey, ja, ist okay, Jason. Ich wollte nicht mehr schlitzen. Das hat irgendwie nicht so geklappt, wie ich wollte. Ja, ich beschütze den Alarm einfach. Sag mal, was haltet ihr denn aus, ihr kleinen Pisser, ey? So. So kann man es auch lösen. Das ist die Profilösung, wisst ihr? Ich habe ein bisschen falsch die Verstärkung mehr. Die Reichweite eingeschätzt mit dem Takedown. Ich dachte, ich wäre voll cool. Ich springe dann einfach runter, erwarte ihn unten schon an der Treppe, weißt du? Ah, ja. Oh shit. Lass mich raus! Er darf nicht zu den Waffen! Das war sehr gute Arbeit. Jetzt, erzähl mir von deinen Freunden. Im Funk hieß es, Vaas nimmt Lösegeldvideos in der PC auf. PC? Pirates Cove. Wir nennen sie Sunset Cove. Das ist eins ihrer Gefängnisse. Verstehe. Bedenke, Jason, die Stärke, die du vom Pfad empfängst, wird dir siegen helfen. Okay. Dennis, danke.
So. Hat er den Alarm ausgemacht? Ja. Alles klar, Leute. Also. Nächstes Lager. Hey, warum markiert er den nicht? Da oben ist auch noch einer. Unter mir ist eine Schlange, die ganze Zeit hier auf Fax macht. So, den Aufseher müssen wir, glaube ich, platt machen. Das war, glaube ich, immer das Ziel. Ist das einer? Nee. Gefährliches Killerhuhn. Die immer alle direktes hören, weißt du? Ach, scheiße, ich dachte, ich hätte eine Granate, aber nee, habe ich leider nicht. Verfluchtes Schlammloch. So. Sieht er mich? Sieht er mich? Sieht er mich? Nee, 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 nee. Bleib ruhig. Du bist der Nächste, Bruder. Nee, er checkt gar nichts. Er checkt gar nichts. Oh! Wieso eskaliert es immer bei mir? Also, wo werden diese Lösungen? Oh, Scheiße! So. Ich brauche unbedingt Munition, Jungs. Unbedingt Munition! Na, wo seid ihr? Lisa, ich komme! Ja, Mensch, leck mich doch am Arsch, du! Wo sind sie denn? Da ist einer. Ich habe keine Munition. Oh mein Gott. Gib her die Flinte. Gut. Wie sie aus dem Nichts spawnen, ey. Ich komme, Lisa! Erwischt! Ja, ich hab dich erwischt! Was? Wo bist du? Wir bringen dich zu ihm. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Dich tätowiert. Ich will wissen, wer das gemacht hat. Cedra vielleicht? Meine Schwester, diese Ratte? Und jetzt bist du einer von uns? Denkst du, du bist jetzt wie ich? Der California Boy ist geil auf das Dschungelfieber. Meine Schwester kriegt eine Kugel durch ihren Kopf gejagt. Genau wie bei deinem Bruder Grant. Fick dich! Du bist sauer, Jason. Du bist sauer. Okay, verstehe ich. Verstehe ich. Ich meine, ohne Familie, wer sind wir denn? Früher hätte ich alles getan für meine Schwester. Ich habe sogar getötet für meine Schwester. Aber das hat ja nicht gereicht. Nein, 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 bitte. Du weißt, wie das mit der Familie ist, oder? Die verdammte Familie! Die bringen Dinger, das hättest du nie gedacht. Jedes verdammte Mal! Sagen Sie zu mir, was? Was? Wer verfickt doch mal ist dir wichtiger? Die oder ich? Ich oder die? Als ob die denken, dass ich mich entscheiden müsste. Übrigens, dein Feuerzeug ist scheiße. Hätte doch so schön gepasst. Wirklich zu blöd, dass Cedra dich tätowiert hat. Jetzt reicht es nicht, dich zu töten. Man muss dich auslöschen. Ist okay. Nicht weinen. Ist schon okay? Jason. Ich schwöre bei Gott, Mann. Es ist wunderbar, dass du bereit bist, für deine Liebste zu sterben. Ja.
komme! Okay! Aber hier ist trotzdem erstmal Schluss. Hier ist erstmal Schluss. Folge ist lang genug. Habt ihr Bock auf eine weitere Folge? Lasst mich das gerne wissen. Lasst gerne ein Like da, unterstützt es. Wir hören uns. Haut rein und tschüss.